Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Junkpunk. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir hatten ja in der letzten Folge angefangen, hier uns ein bisschen zu optimieren, nämlich in der Upgrade-Station. Und ich hatte euch versprochen, dass ich ein bisschen Material sammle. Und ihr seht, ich habe hier Stahl, ich habe hier Kupfer, ich habe hier Elektronikschrott und ich habe eben diese kleinen Zahnräder. Das heißt, wir produzieren einmal den Backpack. Beziehungsweise fangen wir erstmal hier an. Wir haben Spulen, habe ich die Spulen dabei? Spulen habe ich dabei, perfekt. Also ich habe die Spulen, ich habe die Getriebe und dann stellen wir das einmal her. So, und dann kann man das hier gleich equippen. Sehr schön, guck mal an. Dann den Laser. Du hast hier Laser Level 1, das hier ist wahrscheinlich Laser Level 2. Herstellen, equippen, perfekt. Und schon haben wir einen besseren Laser. Dann haben wir den Core Chest. Einmal herstellen. Sehr schön, der ist hier. Haben wir drin. Perfekt. Und Farbe und Beine haben wir noch nicht erfunden. Ist aber nicht so tragisch. Dann haben wir hier praktisch noch den hier. Den Backpack. Und ich habe keine Ahnung, wo der hinkommt. Das heißt, wir stellen den mal her. Ah, guck mal. Kann ich anziehen. Perfekt. Jetzt haben wir nur noch Farbe und Beine, die wir hier aktuell nicht erfinden können, beziehungsweise herstellen können. Aber wir haben relativ viel gemacht. Sehr schön. Guck mal hier. Ach, guck mal, hier vorne ist der Backpack. Ah, die Core, warte mal. Jetzt muss ich ein kleines bisschen mal reingucken hier. Und zwar, der Jetpack. Ich kann entscheiden zwischen Jetpack und Backpack. Okay, ist verständlich. Habe ich soweit kapiert. Wie gesagt, das ist jetzt initial erstmal das, was ich persönlich besser finde. Wir können aber auch den hier so machen. Und wie fliegst du? Ah ja, okay. Cool, guck mal. Aber hier. Da kommen wir ein bisschen in die andere Richtung. Aber er braucht sehr viel Strom. Gut, ist okay. Aber wir haben es gemacht, meine Freunde. Wir haben es gemacht. Das ist schon mal sehr gut. So, während der auflädt. Das heißt, wir haben jetzt ein kleines bisschen uns optimiert. Wir gehen mal rein. Und jetzt wollen wir natürlich schauen, dass wir den technischen Schlüssel. Das ist ja verteilbare Forming Stufe 1. Ein wichtiger Aspekt, nämlich wir sollen den Tech Key 1 freischalten und natürlich den biologischen Schlüssel freischalten. Und die monolithische Weltumwandlung aktivieren. Das sind unsere... habe ich keinen Strom mehr? Willst du bitte aufladen? Wow, sehr schön. Und wir haben jetzt übrigens 120 Energie. Das ist sehr schön. Also... das hat schon mal was gebracht. Jetzt gehe ich nur kurz mal nach unseren Pflanzen gucken. Wie das hier aussieht. Oh, guck mal hier, die sind schön gewachsen. Haben wir noch Wasser drin? Oh, Wasser haben wir drin. Hier, oh, guck mal, sieht doch gut aus. So, pass auf. Wir ziehen den Backpack an. So, und dann würde ich nämlich sagen, nehmen wir rüber. Nehmen wir rüber. Nehmen wir rüber. Aber ich sehe gerade, kann es sein, dass wir hier keine Saat bekommen? Ne, wir kriegen keine Saat. Also egal wie wir es drehen und wenden, wir kriegen keine Saat. Das heißt, wir müssen dann aber zurück... war da Wasser genug drin? Ja, Wasser ist genug drin. Hier zurück. Wir müssen dann aber logischerweise hier... das nehmen wir mit. Dann wieder zurück zu dem einen Turm, um dann eben dort wiederum Saat zu holen. Das ist aber in Ordnung, das können wir machen. So, komm, dann mach das hier mal wieder zu. Weil wir haben hier, glaube ich, keine Saat mehr drin. Nee, die haben wir nicht drin. Also egal, wie man es dreht und wendet, Saat haben wir keine. Doch, zwei... Nee, haben wir nicht. Vier Stück haben wir. Also Saat haben wir keine. Wir haben Wasser. Dann würde ich sagen, wir nehmen mal Wasser mit. Und wir haben ein Erdreich. Das nehmen wir auch mit. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Aber hey, so passt's. Was haben wir hier noch? Aluminium, Plastik, Gummi haben wir hier noch. Und lass mich kurz mal gucken, was haben wir hier noch drin. Hier haben wir auch noch Gummi. Pass auf, die nehmen wir auch hier rüber. Und einen leeren Eimer. So, hier gucken wir schon mal rein. Das heißt, das packe ich jetzt zurück. Aluminium, Plastik, Gummi, Stahl, seltene Metalle, Silikon, Gummi. Ich würde sagen, die hier nehmen wir mit. Das ist okay. Und der Laser kann weg. Jetzt haben wir vier Eimer. Das heißt, ich würde viermal Wasser holen. Dann haben wir schon mal das Wasser.
So, hier müssen wir hin. Einmal Wasser füllen. Nochmal Wasser füllen. Dann kann man nämlich drüben das Wasser auffüllen. Dann haben wir das auch gemacht. Das ist nämlich nicht schlecht. Dann räume ich die Eimer zurück und dann würde ich mal schauen, ob wir die Samen direkt abgeben können oder ob wir sie irgendwo einlagern müssen. Das ist dann halt die Frage. Für diesen Schrottcontainer, lass mich kurz mal überlegen, gut, haben wir keine mehr da. Für diese Schrott, weil da könnte man nämlich die Pflanzen in so eine Lagerkiste packen. Na, guck mal, sehr schön. Das füllen wir einfach mal auf. Dann haben wir das auch gemacht. Komm, einmal auffüllen. Weil dann brauchen wir uns erstmal um Wasser nicht kümmern. Aktuell haben wir sowieso keinen Verbraucher für Wasser. Das ist aber okay. Aber wir haben wenigstens mal voll gemacht. Aber wenn wir jetzt nämlich Seed bekommen, können wir nämlich die Seed gerade verwenden, um die nächste Generation wachsen zu lassen. Sehr schön. Und dann müssen wir uns überlegen noch, wo wir die Laser hinpostieren, damit wir da ein kleines bisschen wegkommen von dem Ganzen. Sehr schön. Gut, ich würde sagen, das reicht. Tür ist zu. Ja, Tür ist zu. Dann räumen wir die Eimer wieder weg und dann gehen wir praktisch zu diesem 01er Monolithen. Ja, nee, ist klar. Oh, bleib doch nicht überall hängen, Mensch. Ich habe dir nichts getan. Eins, zwei, drei, vier. Passt. Vier Eimer haben wir. Hier haben wir die Pflanzen. Lass mich kurz mal schauen, was brauche ich denn für diese Lagerkiste? Wo war denn die Lagerkiste? Spieler hier, ne? Hier. Großer Behälter. Ach, der große Behälter kann angeschlossen werden. Okay. Mhm. Und Gummi. Mittlere Kiste sind jetzt die kleinen Kisten, die ich gebaut habe. So ein großer Lagercontainer? Warte mal. Den könnten wir doch bauen, oder nicht? Ja, warte. Ich habe hier einen Ausgang. Ja, komm. Hier. Pass auf. Ich hole schnell noch ein bisschen Schrott. Ihr seht, ich habe da oben schon ein bisschen leer gemacht, weil ich ein bisschen Schrott gesammelt habe. Dann hole ich noch ein bisschen Schrott und dann lass uns doch einfach eine große Lagerkiste bauen. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was diese Drohnen machen. Ob die irgendwelche Kampfsituationen später hervorrufen oder was sie da machen. Ja, werden wir sehen. Ich denke, das ist okay jetzt am Metallschrott. Dann lass uns schnell den Metallschrott wegbringen. Gespeichert. So, jetzt mal gucken. Ich würde gerne hier... Ich weiß, es sieht aus wie Krautenrüben. Ich weiß, meine Freunde. Ich weiß, es sieht aus wie Krautenrüben. Der ist groß. Der ist groß, ja. Warum passt er da nicht hin? Ja, wahrscheinlich, weil irgendwas hier steht. Irgendeine Hitbox. Interessant. Mhm, gut, dann hier die mittleren Behälter. Der ist größer, ja. Den mittleren Behälter nehme ich jetzt hier hin. Den stelle ich mal einfach mal ganz kackfrech hier hin. Gut. Da können wir nämlich ein paar Sachen reinschmeißen, nämlich Sachen, die ich aktuell nicht brauche. Getriebe, hier das hier, den ganzen Spaß. Einen Stack von jedem behalte ich, das heißt Metallschrott habe ich einmal 100 voll. Den packen wir da unten hin. Was habe ich hier? Gummischrott. 60er. Stahlschrott ist nicht ganz voll. Elektronikschrott. Was hat's mal her? Kupfer. Gold. Getriebe. Kommt, Getriebe kommen hier rein. So, dann habe ich nämlich hier nämlich ein bisschen was einsammeln kann. Pass auf. Dann kriege ich hier nämlich ein bisschen Platz. Machen wir ab. Die
Andy Warhols nehmen wir natürlich auch mit. Dann schmeißen wir nämlich hier ein bisschen was rein. So, diese ganzen Eimer hier. Eimerchen kommen rein, das kommt rein, der Helm kommt rein, das. Wobei, den könnte ich dann gerade in die andere. Was ich mit denen hier mache, ich habe keine Ahnung, was ich mit denen machen kann. Ist okay. Das da, das bleibt. Das ist Pflanzen. Die kommen alle in eine Reihenfolge Pflanzen. So, pass auf. Dann haben wir hier. Du kriegst auf jeden Fall den hier. Jetzt hast du den schon mal drin. Stahl, Stahlbarren. Wie viel kannst du das decken? 50. Okay, das ist in Ordnung. So, dann nehme ich dir mal die Sachen wieder hier raus. Ja, ihr habt gesehen, ich habe dazwischen gelagert. So, jetzt haben wir her. Dann kriegst du hier die Sachen hier rein. Die packe ich hier unten hin. Ja, zack, zack. Was haben wir hier? Seltene Metalle. Brauche ich jetzt erstmal nicht, würde ich sagen, oder? Seltene Metalle und Silikon brauche ich nicht. Metallschrott habe ich 100. Den lasse ich mal am Mann. Gummi. Haben wir hier Gummi voll. Warte mal, den... Die können wir eigentlich in die Schredder packen, oder? Mal ohne Blödsinn, den können wir in den Schredder packen. Dann haben wir die weg. So, den Motor packe ich mal hier rein. Das heißt, hier sind die Getriebe drin. Der Motor ist da drin. Ja, komm. Dann packe ich es einfach mal da in den Schredder. Dann haben wir nämlich da die Rohzutaten, wenn was ist. So, was ich jetzt nicht reinmache, ist natürlich den Metallschrott, ja. Den werde ich einfach behalten. So, wir haben einen vollen Stack lasse ich, das heißt, der kommt hier rüber. So, das ist Gummi. Dann haben wir hier Elektronikschrott. Den packen wir rüber. Stahl. Kupfer lassen wir dran. Gold kann hier rüber. Seltene Metalle packe ich hier rüber. Silikon habe ich gesagt, kommt rüber. Gummi habe ich einen vollen Stack. Aluminium habe ich jetzt 35, schauen wir mal. Und Plastik. So, wir haben Stahl. Wir haben Kupfer. Die kommen hier oben hin. Metallschrott. Für die große Box wäre das vielleicht was, ne? Dann können wir mal gucken. Achso, da bräuchte ich jetzt hier, warte mal. Wie machen wir das hier? Warte mal. Fundament, Basis, großes Fundament. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halt. Spieler. Großer Behälter. Haben wir gesetzt. Sehr schön. Jetzt machen wir noch schnell die Verbindung von dem hier. Ich weiß, es ist alles wirklich. Also, man kann ja auch. Ja, oder nicht. Man kann doch bestimmt das Ding irgendwie so schön bauen, dass es nach was aussieht. Was mache ich? Nee, ich quetsche hier alles auf den letzten Fuß, damit es irgendwie irgendwo... ja, egal. So, lass uns kurz schauen. Was haben wir denn? Also, Schrott haben wir noch ein bisschen. Gummi, wir haben so ein paar Sachen, Notfallsachen dabei. Wir haben den Jetpack. Weißt du was, den mache ich aus und den mache ich zu, den da. Ich ziehe einfach den Jetpack an, weil wir haben ja genug noch. Und jetzt, also ich darf bloß nicht, ich weiß nicht, ob das sinnig ist, was ich da gerade treibe, weil Gefühl, dass ich schneller bin, habe ich nicht hier. Na komm, lass laufen. Ich glaube, schneller bin ich nicht dadurch. Ich kann über ein paar Sachen drüber fliegen, ich glaube, das ist, dafür ist es gedacht. Damit man ein paar Sachen drüber fliegen kann. So, dann gucken wir mal, was der hier macht. Der Einser macht. Jetzt müssen wir gucken, wo der Zweier ist, dieser Monolith. Damit wir ein kleines bisschen wissen, auf welche Richtung es geht, ja. Weil da drüben gibt es nämlich noch einen. Guck mal, das ist der 4. Das ist der 1. Weil die haben bestimmt auch irgendwelche Geheimnisse, die wir verwenden können oder so. Ich tendiere dazu, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass ich sage, ich baue hier oben einfach noch einen Laser hin, wisst ihr? Der hier einfach komplett einfach mal hier sich einfach dreht und das hier einfach alles abbaut. Weil hier haben wir auch eine Straße, hier haben wir, was ist das ja, Giftwasser, oder?
Also schwimmen können wir auf jeden Fall nicht. Das will er nicht. Ich würde fast behaupten, was ist das da hinten, das Rote? Das zieht uns als nächstes hin, würde ich sagen. So, die Pflanzen habe ich dabei. Warum ich hier bin, ist einmal Saat zu holen. Und zum anderen, also das war jetzt blöd, muss ich sagen. So, lass mich kurz mal gucken. Kann ich jetzt hier schon was reinlegen? Biometrischer Schlüssel. Ein Eimer Wasser, ein Eimer Erde. Das habe ich doch. Gold und Aluminium. Warte mal. Ich habe... cool. Ein Eimer Wasser habe ich, ein Eimer Erde. Also 6 Eimer Wasser, 6 Eimer Erde. Das ist doch kein Problem für uns, oder? 20 Goldbarren kriege ich auch hin, denke ich. Und Aluminium sollten wir genug haben, dass wir das auch hinkriegen. Das heißt, ich bräuchte jetzt nochmal Saat. Von der Epsilon brauche ich 4. Ich schreibe es gerade mal auf. Epsilon brauche ich noch 4. Dann von der Delta brauche ich 4. Von der Gamma brauche ich 4. Von der Beta benötige ich 4. Und von der Alpha nur 2. Ach, guck mal, komm. Hey. Weil es wäre doch gelacht. Und hier sehen wir dann, da sehen wir 200, 200. Das kriegen wir aber auch irgendwie hin. Wäre doch gelacht. So, ich brauche jetzt auf jeden Fall... So, ich brauche jetzt 2 Alpha. Ich nehme jetzt alles nochmal mit. Jetzt warte ich kurz. Bis 18 Sekunden, weil dann kriege ich nämlich nochmal die Saaten. Dann haben wir die Saaten komplett zusammen, würde ich sagen. Also sehr schön. Das war, ja, passt, würde ich sagen. Hm. Passt, dann haben wir das gemacht. Und dann brauche ich noch, ich muss gerade gucken, Gold brauchen wir, glaube ich, habe ich gesehen. Ne? Gold und Alu, jeweils 20. Dann haben wir den Schlüssel zusammen. Uff. So, sind wir schon soweit? Ja, guck mal hier. Perfekt, haben wir alles zusammen. Guck mal an. Geschafft. Es geht einmal hoch, da brauche ich nicht hin. Und es geht einmal runter. Nur mal kurz reingucken. Ja. Ah, halt, stopp, genau. 6 Erde, 6 Wasser. 6 Erde, 6 Wasser. Gut, dann haben wir den hier gebaut. So, und lass mich hier mal gucken. Dann schreibe ich mir das auch gleich auf. 200 Kondensatoren, 200 Widerstände. 200 Kondens, 200 Widerstände, 50 Platin, dann haben wir 100 Basisprozessoren, 80 Motoren, dann haben wir 200 kleine Getriebe, Gold, 100 Alu, ist es Alu? Ja, 100 Alu und 50 Silikon. Gut, das haben wir aufgeschrieben. So. Und ich würde jetzt fast behaupten, wir gucken, dass wir den Laser hier hinsetzen. Weil da kriegen wir echt viel, wenn wir den da hinsetzen. Kann der einfach hier... Ja, dann müssen wir den hier ein bisschen umbauen. Da können wir ein paar Materialien... Ah, das sind nur leere Röhren, sehe ich gerade. Das ist okay. Das sind leere Röhren. So, pass auf. So, das ist der Turm 05. 4 habe ich gesehen. 1. Die anderen habe ich jetzt nicht gesehen, ja. Ich gehe ein kleines bisschen mit euch in diese Richtung. Mal schauen, was wir da noch haben. Weil wir haben noch gar nicht so viel erkundet. Okay. Hier geht eine Straße lang. Die geht zum Fünfer. Einser ist da drüben. Wo ist denn der Vierer?
Was bist du? Pömpelhaube. Nein, das tut er nicht. Das tut doch, das tut er. Wie geil ist das denn? Oh Mann, das feiere ich gerade. Es tut mir leid. Den müssen wir für den Kollegen mitnehmen hier. So. Pömpelhaube. Okay, gut. Wie gesagt, Wasser können wir nicht wirklich überqueren. Hier ist Plastik, also hier ist schon einiges an Schrott übrig. Man kann uns auf jeden Fall hier um einiges freischießen. Okay, ja. Das wäre. Also, ja, ich denke, das wäre ein guter Plan, den Laser hier hoch zu verlegen, den Schredder hoch zu verlegen. Gucken, dass wir hier oben eine gewisse Art und Weise von Basis aufbauen. Und dann können wir das Ding hier erstmal einfach laufen lassen. Wisst ihr, einfach mal drehen lassen, zack, alles weg. Weil das ist die einzige Fläche, die voll bespaßt ist mit Schrott. Also es sind viele Stellen auch hier unten, aber die gerade ist, das wollte ich damit sagen, ja. Lass uns kurz mal hochgucken, ja, das ist eine gute Idee. Dann habe ich ja zwar oben alles, aber das ist, ja, bringt uns ja nicht um. Das ist, was haben wir denn hier? Das ist der 2, ach, 2 ist da hinten. Das heißt, der nächste Weg wäre von hier nach da, okay? Ja, wir schauen einfach mal. Wir schauen einfach mal. Aber das wäre so der Weg oder das nächste Mal, wenn wir uns dann in der Folge treffen, dass wir dann einfach unser Lager nach oben verlegen. Das heißt, die Laser, praktisch 3, 4 Laser aufbauen, Strom dafür generieren, einen Schredder hinsetzen, dass wir das Ganze schreddern und dann das auch verteilen. Ja. Finde ich eine gute Idee, weil hier ist es alles sehr bergig. Ja. Wir kriegen es zwar in gewisser Art und Weise hin, aber es hilft uns ja nicht wirklich, ja. Aber hey, so what? Gut. Du kannst eigentlich dich ausschalten, Kollege. So, der ist aus. Der ist aus, okay. Gold brauchen wir, haben wir gesagt, ne? Den nehme ich mit. Halt. Und dann machen wir den Gold, schmeißen wir an. Den Gold schmeißen wir an. Wie viel brauche ich? 10. 14. 14 Stück kriegen wir raus. Gut. Und dann können wir den hier. Weiß nicht, ob wir den gleich anschmeißen wollen oder nicht. Aber wir wissen ja, wir brauchen 20 Goldbarren. 4 haben wir. Schmeiß an, dann kann der den gleich fertig machen. So, und wir werden jetzt unsere Pflanzen pflanzen, damit wir den Weg frei bekommen. Bong. Gut, wir haben 2 Stück. 4 Stück. Genau, die haben wir fertig. Wie ich das... So. Gut, und dann haben wir hier wieder perfekt. So, jetzt haben wir einmal das soweit ausgestattet. Das ist gut. Wir brauchen Erdreich, wir brauchen Eimer, haben wir gesagt. Die Eimer können wir produzieren mit, das ist die Frage. Ein Loch ist im Eimer, Karl Otto, Karl Otto. Ein Loch ist im Eimer, Karl Otto, ein Loch. Stahl. Dafür brauchen wir Stahlschrott. Stahlschrott haben wir. Und wir brauchen 6 Eimer. Wir kriegen gerade 5, 6, 7. Gut, den haben wir. Sagen wir her. Was haben wir hier gerade im Inventar? Gut. Hier hoch. Aber. So, jetzt muss ich gucken. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist erdreich. Also wir machen das Ganze so. Ja, das ist Erde. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist Wasser. Und den einen können wir gerade wieder reinschmeißen. Bitteschön. Ja. Halt, nein, 6 Eimer. Ne, passt. Passt doch hier, 6 Stück. Geht genau auf. So, das heißt, wir machen jetzt 1. Zwei. Drei.
4. Und 5. Dann haben wir 6 Eimer Erde. Also, wir haben 5 Eimer schmutzige Erde. Die werden wir jetzt austauschen. Dann holen wir 6 Eimer Wasser. So, das ist der zweite. Mal kurz Energie tanken in der Zeit. Hm? Ja, den einen Pömpel können wir noch wegpacken. Den einen Pömpel können wir noch wegpacken. Sonst kann ich aber den Rest kann ich fertig machen. Ausmachen, damit wir Energie sparen. Wobei, wir brauchen gar nicht so viel sparen. Passt an sich. Ja, bitte, Kollege, hier. Ja, passt da. So. Dann können wir den Verdampfer nochmal füllen. Gut. Das heißt, wir haben jetzt 6 Eimer. Kurz mal reingucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfekt. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Sehr schön. Und dann haben wir diesen Bauhelm, der bleibt da. Rucksack. Achso, ja, passt. Das ist der Standardwert. Okay. So, komm. Den Mr. Pömpel haben wir schon, glaube ich, weggeräumt. Hier, gut. Mach hier mal zu, das Ding hier, Kollege. Hier, hey, zu. Ja, haben wir einmal. Dann haben wir hier zweimal. Sehr schön. Gut, da warten wir noch ab. Kriegen wir doch hin. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinbekommen würden. Dann haben wir nämlich 6-mal Erde, 6-mal Wasser. Ah, sehr schön. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Weiß nicht, wie es euch geht, aber mir gefällt es. Dann haben wir Gold, brauchen wir noch ein Alu. Alu müssen wir jetzt gucken, dass wir das schmelzen lassen. Aber das kriegen wir auch gebacken. So, hopp. Was habe ich gerade noch? Hier sind die Eimer. Das sind die zwei leeren, jawohl. So, perfekt. So, zweimal Wasser. Dann holen wir uns den Gold, das Goldkehlchen holen. Ich wollte gerade sagen, hä? Wie kann das sein, dass es mit Erde ist? Aber nee, ist es nicht. War eine farbliche Täuschung. So, die müssen wir noch einpflanzen. Dann haben wir das auch erledigt. So, was hast du? Gut, du kannst ausgemacht werden. Und du da drüben kannst auch ausgemacht werden. Sehr schön. Das heißt, hier ist das Gold drin. Wie viel brauche ich? Ich habe jetzt 29. Ich brauche 20. Das ist okay. Jetzt brauchen wir Alu. Stahl, Gummi. Okay, pass auf. Wir brauchen Alu. Aluminium. Der müsste hier drin sein. Aluminium. Nein. Halt, genau. Das habe ich hier drüben drin. Aluminium haben wir hier drüben drin. Nämlich hier vorne. Jetzt müssen wir schauen, wie wir das mit dem Aluminium machen jetzt. So. Gut, Blaupausen. Jetzt haben wir geschreddertes Metall. Seltene Metalle. Ah, seltenes Metall? Okay, gut. Aus was kriegen wir Aluminium? Aluminiumschrott. So, das ist nur 35. Das reicht nicht. Lass uns mal hier reinschauen. Blaupause. Ah, Aluminium kriegen wir aus Elektronikschredder. Okay. Das wird interessant. Das wird interessant. Aber wir brauchen es, ob wir wollen oder nicht, wir brauchen es. Das heißt, ich würde jetzt hier, Elektronikschrottteile.
haben wir hier und ich brauche dieses Alu. Halt. Nehmen wir mit rüber. Den schmeißen wir an. Und dann darf ich den ganzen Spaß nämlich... Aluminiumschrott. Ah, der produziert Aluminiumschrott. Genau, der produziert Aluminiumschrott. Okay. Der produziert... Und der hat dann wiederum... Macht dann hier... Keine Stahlbarren, sondern du machst jetzt bitte Aluminiumbarren. Zwei Schrott sind ein Barren. Na, dann hoffe ich mal, dass es funktioniert. Da sind wir nämlich schon durch mit unserem Elektronikschrott. Du willst mir jetzt bitte nicht sagen, dass das alles relativ gut klappt und ich wirklich 60 Alu habe, 60 Gold. Dann hätten wir nämlich in dieser Folge, die ich jetzt gerade ein bisschen überziehe, meine Freunde, im Endeffekt den biologischen Schlüssel schon fertig, ne? Nimm wir. Das wäre jetzt echt gut. Das wäre jetzt wirklich gut, wenn das so wäre. Den kann ich hier ausschalten hier. Ich habe ein bisschen Strom sparen. Wir machen ein bisschen Lämpchen an hier. Halt, hier drüben. Ist da noch was drin? Oder ist es auch leer? Das ist auch... Auch leer. Da ist nur noch eins drin. Ah, lass mich mal gucken. Und? Nein, natürlich nicht 33. Aber hey, 33, das ist schon mal sehr gut. Jetzt gehe ich mit euch noch ganz kurz, ganz schnell... aufladen. Zack. Hab nicht viel verbraucht, das ist okay. Dann gucken wir, wie weit die Pflänzchen sind. Ne, die sind noch nicht so weit, oder? 62. Wie lange brauchen die denn? Hm. 63. Das kann dauern, ne? Das kann dauern. Ja. Kriege ich die überhaupt hier rein? Ja, die kriege ich rein, wenn ich einpflanze. Meine Freunde, dann machen wir es anders. Ich hoffe, es ist okay für euch. Das heißt, ich würde jetzt hier kurz abwarten. Ne? Das Ding jetzt so. Ich würde jetzt hier kurz abwarten, bis die Pflänzchen hier fertig sind. Wenn die dann herausgewachsen sind, sammle ich sie ein. Und wir geben in der nächsten Folge gemeinsam unsere... genau, geben wir gemeinsam unsere Zutaten für den biologischen Schlüssel ab. Das wäre ein Punkt, was wir nächste Folge machen. Und wir werden umziehen, sodass wir die Laser oben vor dem Turm 1, vor dem Monolith 1 anbringen, sodass wir dann dort im Endeffekt die ganzen Rohzutaten aufbauen, aufbereiten, abbauen etc. pp., um sie dann später besser verwerten zu können. Ja, das ist mein Vorschlag. In diesem Sinne wünsche ich euch noch schöne Tage. Wie immer, lasst mir ein Like, lasst mir ein Abo da, wahnsinnig gerne einen Kommentar und ich freue mich, dass ihr mich auf dieser Reise begleitet habt. Bis demnächst. Tschüss.